Sie hören den Kurier. Der zweite Teil einer Islamstudie ist still und leise auf der Homepage des österreichischen Integrationsfonds veröffentlicht worden. 14 Moscheen in Wien wurden untersucht. Nur zwei zeigten positive Entwicklungen. In der Hälfte wurden demnach problematische Inhalte gepredigt. Über Details der Studie sprechen wir mit Studienautor Heiko Heinisch und darüber, wie die Studie aufgenommen wird, mit dem Präsidenten der österreichischen Glaubensgemeinschaft Ümit Vural. Das ist der Kurier Daily Podcast. Mein Name ist Nina Özelt. Was wird in heimischen Moscheen gepredigt? Werben Imame für ein friedliches Miteinander oder rufen sie auf, keinen Umgang mit Ungläubigen zu pflegen? Eine Studie lieferte 2017 ernüchternde Antworten und sorgte für politische Aufregung und Polemik. Die überwiegende Mehrheit der damals untersuchten Wiener Moscheen arbeitete demnach integrationshemmend. Nun erschien die Folgestudie, ein Forschungsbericht des österreichischen Integrationsfonds mit dem Titel Moscheen in Wien. Was hat sich seit der Veröffentlichung der Studie im Herbst 2017 verändert? Sie zeigt, dass sich die Lage nur minimal verbessert hat, aber es hagelt auch Kritik. Darüber und mehr sprechen wir heute. Heiko Heinisch ist Studienautor der neuen Studie Moscheen in Wien, die sozusagen ein Follow-up ist von der Studie aus dem Jahr 2017. Die wurde von Sebastian Kurz damals noch als Außen- und Integrationsminister der ÖVP präsentiert. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, gerne. Schönen guten Tag. Sie haben diese Studie gemacht. Sie sind Historiker, haben am Institut für theologisch-islamische Studien der Uni Wien gearbeitet, waren auch im Expertenforum für Deradikalisierung, Prävention und Demokratiekultur der Stadt und sind aktuell auch noch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Dokumentationsstelle politischer Islam. Erklären Sie uns bitte vorab, wie sind Sie bei dieser Studie vorgegangen? Was war die Methodik? Was wurde untersucht? Also unsere Fragestellung war ganz klar, ob Moscheevereine beziehungsweise das, was in den Moscheen gepredigt wird, eher die Integration der Zuhörer fördern könnte oder ob es die eher behindert. Also was für Inhalte dort gepredigt werden und was für ein Verhältnis zu Österreich und zur österreichischen Gesellschaft dort im Großen und Ganzen gepredigt wird. Wir haben dafür 14 Moscheen ausgesucht. 12 davon waren schon in der Vorgängerstudie von 2017 enthalten. Ausgewählt wurden die Moscheen, weil es uns um die Frage der Integration ging, haben wir Moscheen der großen Verbände, also der großen türkischen Verbände wie der ATIP, der Islamischen Föderation, also Müligörisch, der Türkischen Föderation und vom Bosnischen Verband, vom Albanischen Verband ausgewählt und von diesen Verbänden auch jeweils die größten Moscheen. Also wir wollten einfach wirklich einen Eindruck haben, was dort an die Masse der Muslime, der Gläubigen vermittelt wird in diesen Moscheen. Und dafür haben Mitarbeiter von uns diese Predigten aufgezeichnet. Wir haben die dann übersetzen lassen, transkribieren lassen und haben dann dieses Textmaterial nach diversesten Kriterien ausgewertet. Also nach Fragen, ist die Predigt politisch oder ist sie religiös? Was wird politisch vermittelt? Ist es eher demokratisch-liberal, was dort an Inhalten vermittelt wird, oder ist es eher illiberal und womöglich sogar undemokratisch? Vorab würde uns natürlich auch interessieren, was sind denn das für Herkunftsländer? Sie haben ja schon gesagt, Sie haben die unterschiedlichen Verbände, aber gab es da auch sozusagen eine Information über die Menschen, die sozusagen diese Moscheen besuchen? Die Moscheenlandschaft ist nach wie vor ethnisch geordnet. Also wir haben türkische Moscheen, in denen türkisch gepredigt wird. Wir haben bosnische Moscheen, in denen bosnisch gepredigt wird. Albanische Moscheen, arabische und dann noch viele andere Nationalitäten. Diese Moscheen sind demnach auch immer ethnisch mehr oder weniger segregierte Räume, weil es jemandem, der diese Sprache nicht beherrscht, eigentlich gar nicht möglich ist, der Predigt in diesen Moscheen zu folgen. Also dadurch wird nicht nur ein religiöser Raum geschaffen, sondern es wird eigentlich auch ein ethnisch segregierter Raum geschaffen innerhalb dieser Moscheen. Okay. Das heißt, die haben sozusagen diese Integrationsskala gestaltet. Die hatten sie ja schon bei der ersten Studie, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und
Was ist da jetzt herausgekommen? Wie insofern auf dieser Integrationsskala, wie hat sich das gestaltet in Ihrer Studie? Also prinzipiell kann man mal sagen, wir haben die Tendenz zu einer Verbesserung registriert, das mal auf jeden Fall. Wir haben zwei Moscheen und davon ist eine die größte Moschee Österreichs, die sich positiv verändert haben seit der letzten Untersuchung. Diese größte Moschee hat sich sogar sehr positiv verändert. Das sind zwei Moscheen, von denen wir eigentlich sagen können, das, was dort gepredigt wird, ist sehr weltoffen vom Inhalt her. Es ist ein Zugehen eigentlich auch auf die Mehrheitsgesellschaft, die dort in den Predigten zum Tragen kommt. Und das bewerten wir natürlich als integrativ. Mhm. Sie haben da ja auch konkrete Beispiele gehabt, was wir schon vernommen haben aus den Medien. Auch meine Kollegin Johanna Greit hat im Kurier einen Artikel schon darüber geschrieben. Ja. Zum Beispiel soll ja die Moschee in Floridsdorf ein gutes Beispiel sein. Warum genau? Das erste ist mal, sie ist sehr transparent. Dort wird auf Arabisch gepredigt und dann in deutscher Übersetzung, was auch den Grund hat, dass dort nicht nur arabisch sprechende Muslime hingehen, sondern dass diese Moschee eben als sehr große Moschee Muslime aus allen möglichen Ethnien anzieht und Deutsch ist dann halt eben die gemeinsame Sprache. Diese Moschee stellt alle ihre Predigten, nimmt alle ihre Predigten auf Video auf und stellt diese Videos auf ihrer Facebook-Seite und auch auf einem YouTube-Kanal zur Verfügung. Also das heißt, es kann sich jeder anhören. Wir haben das auch überprüft. Die deutsche Übersetzung ist tatsächlich akkurat übersetzt aus dem Arabischen. Also sie haben keine Scheu, die Inhalte, die sie dort predigen, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das hat auch einen guten Grund, weil an diesen Inhalten war eigentlich nichts auszusetzen. Dort wird Religiöses gepredigt, dort wird zum Teil auch Soziales und Kulturelles gepredigt, aber immer in einer Art, die wir als sehr weltoffen empfunden und bewertet haben, weil sie eben auch dieses Zugehen der Muslime auf die Mehrheitsgesellschaft, auf Österreich, auch Österreich als jetzt vielleicht nicht Heimat, aber doch als positiv zu betrachtendes Land, dort immer wieder in den Vordergrund gestellt wurden. Und das unterscheidet sich schon sehr gravierend von einigen anderen Beispielen, die wir in der Studie haben, wo aus den Predigten wirklich eine harte Ablehnung gegenüber der nicht-muslimischen Gesellschaft zum Tragen gekommen ist. Also Sie haben eben auf Ihrer Integrationsskala, so wie Sie das nennen, erkannt, also das habe ich aus Ihrer Studie entnommen, dass keine Moschee sich mit Österreich identifiziert. Wie kann man das genau aus einer Predigt wahrnehmen? Bitte nennen Sie uns ein konkretes Beispiel. Das können wir so aus der Predigt nicht wahrnehmen. Wir beschreiben das, glaube ich, auch sehr, sehr genau in der Studie selbst. Was wir wahrnehmen können, ist, dass dieser Bezug, also dass in keiner der Predigten, die wir aufgenommen und ausgewertet haben, zum Beispiel ein Heimatbezug zu Österreich hergestellt wird. Das ist auch in den positivsten Beispielen nicht der Fall. Wir erklären das aber auch. Es wäre eigentlich verwunderlich gewesen, wenn es anders gewesen wäre, weil in diesem Moscheeverein sind doch immer noch sehr viele Leute, die nicht wirklich in Österreich aufgewachsen sind. Auch die Imame sind in der Regel nicht in Österreich aufgewachsen. Das heißt, da kann dieser Bezug in der Form noch gar nicht da sein. Also wir bewerten das eigentlich nicht negativ, sondern sagen, das ist eigentlich ein erwartbares Ergebnis gewesen, was wir da haben. Mhm. Wir haben aber trotzdem zwei Moscheen, die dem schon sehr nahe kommen. Mhm. Und also wo nur diese totale Identifikation mit Österreich jetzt wirklich als Heimat, Österreich als Heimat zu betrachten, einfach noch fehlt. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, es geht hier nicht, also wir haben nicht untersucht das Integrationsverhalten von Muslimen. Mhm. Wir haben nur untersucht, wie Integration oder wie Inhalte, die man mit Integration in Bezug setzen könnte, in den Moscheen vermittelt werden. Ob das überhaupt eine Auswirkung auf die Zuhörer hat, können wir mit unserem Studiendesign nicht sagen. Das wissen wir nicht. Und das heißt auch nicht, wenn wir jetzt sagen, es gibt keinen Moscheeverein, der diese Stufe der Identifikation erreicht hat, heißt das nicht, dass in Österreich nicht sehr viele Muslime leben, die diese Stufe sehr wohl erreicht haben. Also sehr wohl voll integriert sind und sich mit Österreich als ihrem Heimatland identifizieren. Mhm. Nur in den Predigten haben wir keine Inhalte gefunden, die das belegen würden. Mhm. Diese Predigten haben Sie auch auf zwei konkrete Punkte untersucht, oder Sie haben das hervorgehoben in der Studie. Da habe ich jetzt gesehen, war unter anderem Corona oder der Terroranschlag in Wien kurz danach, diese Predigten. Was haben Sie da erforschen können? Corona war ein Thema, was immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen vorkam, in manchen der Moscheen allerdings nur in dem Sinne, dass die neuesten Corona-Maßnahmen dort verkündet wurden. Mhm.
und das oder das betrauert wurde, dass auch aus der eigenen Gemeinschaft schon Menschen gestorben sind oder im Krankenhaus liegen. Wir haben aber auch Beispiele gefunden, wo also wirklich ziemlich heftige Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie geschaffen werden. Also angefangen von da, dass das eine göttliche Strafe sei für alle möglichen Vergehen der Muslime, bis hin zu Andeutungen, wir wissen nicht, wer dieses Virus in die Welt gesetzt hat und was damit erreicht werden soll. Und es gäbe Gerüchte, dass irgendwie die Hälfte der Menschheit ausgerottet werden solle. Also das war zum Teil schon ziemlich skurril, was da in manchen Moscheen vorkam. Allerdings muss ich sagen, das war wirklich die absolute Minderheit. Also ich glaube, es sind 2 oder 3 Moscheen, in denen wir solche Verschwörungstheorien gefunden haben. Und zum Terroranschlag? Auch der hat in mehreren Moscheen Niederschlag gefunden, wobei wir haben, glaube ich, nur 2 oder 3 der Moscheen nach dem Terroranschlag nochmal beobachtet, also haben dort nochmal Predigten aufgezeichnet, weil das auch von unseren Kapazitäten anders nicht mehr möglich war. Wir hatten eigentlich den Beobachtungszeitraum schon abgeschlossen und haben nur gesagt, okay, das ist jetzt ein ziemlich heftiges Ereignis, was hier stattgefunden hat, von dem wir eigentlich erwarten, dass das in den Predigten Eingang findet. Und das hat auch Eingang gefunden. Da, wo wir es beobachtet haben, wurde dieser Terroranschlag einhellig abgelehnt von allen Moscheen. Nur muss man sagen, dass auch diese Ablehnung verschiedene Abstufungen hat. Also in der Moschee, die wir als am schlechtesten von allen bewertet haben und die tatsächlich einen sehr fundamentalistischen Islam predigt, oder der dort gepredigt wird, da ist diese Ablehnung nicht wirklich, oder wir können nicht sagen, dass dieser Imam tatsächlich Gewalt ablehnt. Was er ablehnt, ist, dass diese Gewalt jetzt und hier in Österreich stattgefunden hat. Er sagt quasi, im Islam gibt es ganz klare Regeln für Friedenssituationen und für Kriegssituationen. Und hier in Österreich leben wir als Muslime eigentlich sehr gut. Wir werden nicht angegriffen, deswegen ist so etwas nicht legitim. Was aber im Umkehrschluss heißt, es gibt sehr wohl Situationen, wo so etwas legitim wäre. Das fanden wir schon sehr bedenklich als Aussage. Und dann war seine Hauptsorge, dass dieser Terroranschlag ein schlechtes Licht auf die Muslime in Österreich wirft. Also das war schon sehr eingeschränkte Distanzierung von diesem Anschlag, während wir in anderen Moscheen doch sehr klar gehört haben, dass so etwas unislamisch ist und überhaupt nicht geht und das wirklich sehr strikt abgelehnt wurde. Also Sie haben auch ganz klar eben 7 Moscheen als problematisch betitelt in Ihrer Studie, ja. Und 2 davon als sehr. Was genau heißt das jetzt? Also in diesen beiden Moscheen finden wir tatsächlich etwas, was wir als Fundamentalismus und auch als politisch-islamische Ideologie bezeichnen würden. Also dort wird eine sehr klare Trennung vollzogen zwischen allem, was muslimisch ist und hier ist und was Muslime sind und allem, was nicht muslimisch ist und nicht Muslime sind. Wobei man sagen muss, diese Trennung verläuft nicht da, wo wir eine Religionsgrenze ziehen würden, sondern sie verläuft dort, wo diese Imame der Meinung sind, dass jemand nicht mehr wirklich rechtgläubig muslimisch ist. Also es fallen quasi auch Muslime aus dem Feld heraus, das er als das Wir bezeichnen würde. Also wenn er von wir Muslimen redet oder diese beiden Imame, dann meinen sie damit wir rechtgläubigen Muslime und nicht irgendwelche Menschen, die von sich selbst auch behaupten würden, dass sie Muslime sind, den Glauben aber nicht so streng leben, wie es dort gefordert wird. Dort in diesen Moscheen haben wir eine sehr klare Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft gefunden, überhaupt eben alles Nicht-Islamischen gefunden und dieses Hochhalten einer idealisierten islamischen Weltgemeinschaft, die über alles gestellt wird. Und auch eine klare Aussage irgendwie, also der Islam ist die Lösung für alle Probleme und alles andere sind falsche Ideologien. Ich kann es vielleicht mit einem Beispiel sagen, also in dieser einen Moschee wurde die Mehrheitsgesellschaft oder die nicht-muslimische Gesellschaft mit der fauligen Hälfte eines Apfels verglichen und der Imam fragt also wirklich konkret die Jugendlichen im Saal, spricht er an und sagt, was passiert, wenn diese faulige Hälfte mit der gesunden zusammenbleibt, dann saugt die gesunde den Gestank und die Fäulnis der kranken Hälfte des Apfels ein, also das sollte man voneinander trennen rechtzeitig, daher geht keine Freundschaften mit denen ein, die nicht dem Weg Allahs folgen. Das ist schon eine sehr harte Aussage, also sowohl abwertend gegenüber der Gesellschaft, aber auch ein ganz konkreter Aufruf eigentlich zur Segregation. Also seid nur mit denen befreundet, die unserem Glauben in der rechtmäßigen Art und Weise folgen. Mhm.
Es gab natürlich auch Kritik für diese Studie, wie es immer Kritik gibt. In diesem Fall war es eine Religionsforscherin, die in einem Ö1-Interview gesagt hat, es ist natürlich schwierig, hineinzugehen in ein Gebetshaus oder wo eben Religion gepredigt wird und zu sagen, das entfernt sich von unserer Gesetzgebung, von unserer Regierung. Ja, das wäre natürlich auch so, wie wenn man in eine Kirche hineingeht und sagt, hier wird gepredigt, dass nur Mann und Frau sozusagen vor dem Gericht als Ehe gelten. Das wäre ja auch nicht sozusagen mit unserer Gesetzgebung vereinbar. Insofern, ja. Und das wurde kritisiert, dass man eben ja auf der religiösen Ebene nicht gleichsetzen kann mit der Gesetzgebung. Und hier eben die Frage ist, es gab auch keinen Vergleich. Was haben Sie dieser Kritik zu entgegnen? Also wir haben es nicht als illiberal betrachtet, wenn in einer Moschee ein konservatives Ehe- und Geschlechterbild gepredigt wird. Also das allein ist für uns nicht illiberal. Illiberal haben wir es erst dann bewertet, wenn versucht wird, das als das einzig Mögliche hinzustellen und alles andere sollte eigentlich verboten werden. Also in dem Moment, wo die Intoleranz dazu kommt gegenüber anderen Lebensentwürfen. Solange dort nur gepredigt wird, Mann und Frau und die Familie als Kern, haben wir das nicht als Problem betrachtet. Und das beschreiben wir auch sehr genau in der Studie. Also auch eine sehr konservative Auslegung des Islam kann es trotzdem im Rahmen unserer Studie auf die oberen Stufen der Integrationsskala schaffen. Mhm. Also das schließt sich für uns nicht aus. Also man kann sehr wohl konservativ religiös sein, man kann aber trotzdem gleichzeitig eine gewisse Weltoffenheit und Liberalität an den Tag legen. Und das haben wir sehr genau mit unserem Analyseinstrumentarium versucht zu unterscheiden. Also worum geht es hier eigentlich ganz genau? Deswegen haben wir auch Analysewerkzeuge sowohl für Aussagen auf der kulturellen Ebene als auch für Aussagen auf der politischen, der sozialen und der rein religiösen Ebene entwickelt, mit denen wir haben die Predigt quasi zerlegen können in diese verschiedenen Themenbereiche und haben dann in jedem Themenbereich ein Instrumentarium gehabt, um zu analysieren, was sagt das eigentlich aus, was dort gerade gesagt wird, um das dann hinterher in der Gesamtinterpretation wieder zusammenzuführen. Mhm. Also von daher glaube ich, dass wir diese Aussagen sehr wohl treffen können, die wir getroffen haben. Mhm. Aber einen Vergleich gibt es nicht. Da müssen Sie wahrscheinlich Es liegt dann auch an der Religionswissenschaft, einen solchen Vergleich anzustellen. Also wir haben jetzt quasi mal ein Ergebnis für die Moscheen geliefert. Es steht jedem offen, auch unser Instrumentarium zu verwenden und das zum Beispiel auf christliche Kirchen, auf katholische Kirchen anzuwenden und dortige Predigten zu untersuchen und zu schauen, was dort gepredigt wird. Sie haben ja auch versucht, mit Moscheen zu sprechen. Es gab Interviewanfragen und nicht alle haben sich, manche haben sich gar nicht bei Ihnen gemeldet. Warum glauben Sie, ist das auch so? Fehlt da der Dialog oder ist es auch schon so, dass man sich ja natürlich einfach auch eingeschüchtert fühlt? Es hat sich eigentlich nur eine Moschee überhaupt geantwortet auf unsere Anfrage, hat zuerst doch ein Interview zugesagt, das dann aber in letzter Minute doch wieder abgesagt. Wir haben einerseits das Gerücht gehört von einem der Moscheevereine, mit denen wir gesprochen haben, aber ohne dass das als Interview gewertet werden durfte. Die meinten, was wir allerdings nicht überprüfen können, dass sie von der IGGÖ-Führung eine Direktive erhalten haben, dass sie Interviewanfragen negativ zu beantworten haben. Alles, was an Außenkommunikation stattfindet, soll über die IGGÖ laufen. Aber wie gesagt, ich kann das nicht überprüfen, kann das deswegen auch nicht sagen, dass es tatsächlich so stattgefunden hat. Insgesamt kann ich sagen, dass es in einem Teil dieser muslimischen, dieser Gläubigen, dieser Moscheeszene und vor allen Dingen in der IGGÖ gewisse Vorbehalte gegen solche Untersuchungen gibt, Vorbehalte dagegen gibt, sich überhaupt zu dem Gespenst des äußeren Beobachters aussetzen zu müssen. Und dass es da tatsächlich auch an Transparenz mangelt. Wenn ich das richtig interpretiere, wenn nicht, dann bitte bessern Sie mich aus. Sie fordern sozusagen mehr Transparenz an die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreichs. Die sagt wiederum, wir hatten ja gar nicht diese ganze Möglichkeit, auch selbst in die Vereine hineinzublicken, die diese Moscheen betreiben, weil erst ab 2015 sozusagen dieser Einblick möglich war. Und die Islamische Glaubensgemeinschaft sagt auch, diese Studie ist einfach nicht repräsentativ für uns. Was genau sind denn die konkreten Vorschläge, die jetzt
jetzt aus Ihrer Studie rausgekommen und was führt da sozusagen zu einer Integration? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja ein Auftrag des österreichischen Integrationsfonds gewesen, diese Studie zu machen. Ja, also zunächst muss ich sagen, zu dem nicht transparent, nicht repräsentativ, das muss man schon auch immer ein bisschen erklären. Wir haben eine qualitative Erhebung gemacht und keine quantitative Erhebung gemacht. Und eine repräsentative, quantitative Erhebung bei einer Grundgesamtheit von 160 Moscheen ist de facto nicht möglich. Also ich kann 160 nicht runterbrechen auf 5% oder 10% und sagen, und die wähle ich jetzt repräsentativ aus. Das kann ich bei einer österreichischen Bevölkerung von 9 Millionen Menschen, kann ich das halbwegs machen nach Einkommenskriterien, Alter, Geschlecht und so weiter und dann repräsentativen Querschnitt rausziehen. Ja. Aber aus 160 Moscheen geht das nicht. Also nur ein Beispiel, wir haben in Wien eine nigerianische Moschee. Wenn ich die in die Studie aufgenommen hätte, wäre die absolut überrepräsentiert. Wenn ich sie nicht aufnehme, ist sie nicht repräsentiert. Also es ist nicht möglich, das repräsentativ zu machen. Daher war unser Herangehen ja... Möglich wäre es wahrscheinlich schon, man braucht halt viel mehr Zeit und Ressourcen. Na, repräsentativ wäre es nur, wenn ich dann tatsächlich alle untersuchen würde. Ja. Also wie gesagt, eine... Das ist ja nicht unmöglich. Möglich wäre es wahrscheinlich schon. Das wäre wahrscheinlich möglich, aber das wäre wirklich ziemlich viel Aufwand, weil ich weiß, wie viel Aufwand das war, also das bei 14 Moscheen durchzuführen. Klar. Unmöglich wäre es nicht. Unmöglich wäre es nicht, man könnte alle untersuchen. Mhm. Aber unser Herangehen war ja eben deswegen, wir suchen uns die größten Vereine raus und von denen auch die jeweils größten Moscheen. Aus der Stadt Wien, müssen wir natürlich auch sagen. Aus der Stadt Wien, muss man dazu sagen, ja. Und von daher glaube ich, dass wir doch ein sehr gutes Bild liefern mit unserer Studie. Und wenn die Glaubensgemeinschaft jetzt sagt, es sei nicht repräsentativ, dann kann ich nur sagen, naja, das Problem ist nur die Moscheen, die wir rausgenommen haben. Das sind also von den großen Verbänden, von der ATIP 2 Moscheen, von der Islamischen Föderation, der Miligörisch 2 Moscheen, von der Türkischen Föderation eine Moschee und vom Verband Islamischer Kulturzentren, ich glaube, ein oder zwei Moscheen. Wir haben damit gerade von den Vereinen und Organisationen, die in der IGGÖ eigentlich bestimmende Funktionen einnehmen, die meiste Macht innerhalb der Glaubensgemeinschaft haben, weil sie die größten Verbände innerhalb der Glaubensgemeinschaft sind. Gerade von deren Moscheen haben wir jetzt ein sehr gutes Bild. Also die IGGÖ müsste sich gerade deswegen doch mit dieser Studie auseinandersetzen und auch mit den problematischen Inhalten, die in manchen dieser Moscheen gepredigt werden. Was glauben Sie, ist jetzt wichtig für die Zukunft? Ich glaube, es wäre wichtig für die Zukunft, dass sich die islamische Glaubensgemeinschaft tatsächlich mehr öffnet nach außen und auf Kritik nicht immer nur mit Abwehr reagiert. Also 2017 war die erste Reaktion damals, wir hätten die Predigten falsch übersetzt. Das würde dort alles so nicht gesagt werden. Wir haben dann damals gesagt, wenn die Imame die jeweiligen zustimmen würden, dann stellen wir diese Aufnahmen, die wir gemacht haben, gerne auf YouTube oder auf einen anderen Kanal, wo sich das jeder anhören kann und dann entscheiden kann, ob unsere Übersetzung richtig ist oder nicht. Darauf haben wir dann wieder keine Antwort mehr bekommen. Ja. Es ist natürlich auch ein Punkt, dass es ja zu Moscheenschließungen gekommen ist. Also es gab ja auch diese großen Skandale, waren natürlich diese Bilder, an die man sich noch erinnern kann, wo die Kinder in der Moschee sozusagen Kriege nachgespielt haben. Und es ist dann auch zu Moscheenschließungen gekommen, damals noch unter Innenminister Herbert Kickl. Und auch nach dem Terrorattack ist es zu Moscheenschließungen gekommen. Mittlerweile sind die aber wieder offen, die meisten zumindest, was man so vernimmt. Und jetzt ist die Frage, ist das auch jetzt sozusagen zu erwarten nach dieser Studie oder ist das nicht zu erwarten? Und was ist das Problem? Viele sagen, es ist die Vereinsstruktur. Ja, das ist das eine Problem ist also nicht die Vereinsstruktur, das ist das Vereinsrecht, wobei es natürlich gute historische Gründe gibt, warum es in Österreich sehr schwer ist, einen Verein auflösen zu können. Es müssen wirklich strafbare Handlungen festgestellt werden vom Verein selbst oder vom Vereinsvorstand im Rahmen seiner Tätigkeit oder eine Nicht-Einhaltung des angegebenen Vereinszwecks, also ein wirklich gravierendes Abweichen vom Vereinszweck. Der Vereinspolizei waren unter anderem bei dieser Tawhid-Moschee, die auch von dem Wiener Attentäter
besucht wurde, waren der Vereinspolizei daher die Hände gebunden. Sie haben sie zwar geschlossen, aber in der Berufung hat der Verein Recht bekommen und sie musste vereinsrechtlich wieder geöffnet werden. Und an dem Punkt kommt jetzt eigentlich die islamische Glaubensgemeinschaft ins Spiel, die nämlich sehr wohl die Möglichkeit hätte, eine solche Moschee schließen zu lassen, indem sie einfach sagt, das, was dort gepredigt wird, das hat mit unserer Religion Islam nichts zu tun. Das weicht so stark von uns ab. Unter unserem Dach kann das nicht mehr stattfinden. Und da die islamische Glaubensgemeinschaft, was den sunnitischen Islam betrifft, einen Alleinvertretungsanspruch hat rechtlich, hätte sie die Möglichkeit gehabt zu verhindern, dass diese Moschee wieder geöffnet wird. Und ich frage mich ehrlich gesagt bis heute, warum die Glaubensgemeinschaft diese Moschee wieder geöffnet und wieder zugelassen hat. Sie hätte damals sehr wohl die Möglichkeit gehabt, unabhängig von der Entscheidung der Vereinspolizei zu sagen, unter unserem Dach wollen wir so eine Moschee nicht haben. Und sich damit klar von solchen radikalen Predigern abgrenzen. Das ist nicht passiert und das finde ich eigentlich sehr schade, dass das nicht passiert ist. Okay, vielen Dank für diesen Einblick in die Studie. Wir werden sehen, was sich jetzt weiterentwickelt. Wichtig ist natürlich auch zu sagen, dass man hier nie verallgemeinern kann, dass es hier natürlich auch einen moderaten Islam gibt. Islam ist nicht gleich Terror. Das sehen Sie sicher genauso wie ich. Das ist ein Ergebnis unserer Studie, würde ich auch sagen, ja. Ja, und das ist natürlich wichtig, auch immer hier zu sehen. Und wir werden sehen, wie sich auch diese neue österreichische Islamkonferenz bewähren wird. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, gerne. Am Telefon begrüße ich jetzt auch Ümit Vural. Er ist seit Ende 2018 der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Er ist Jurist und Vater von 3 Töchtern. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute. Ich danke Ihnen für das Interesse. Dankeschön. Sie wissen, es ist eine neue Studie herausgekommen, sozusagen der zweite Teil der Studie über die Moscheen in Wien, im Auftrag gegeben des Österreichischen Integrationsfonds. Es gibt Kritik von der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Was genau ist denn die Kritik an dieser Studie? Oder wie bewerten Sie die Studie im Allgemeinen? Es ist richtig, dass wir über die Medien von der Studie Kenntnis erlangt haben. Und also zunächst einmal muss ich ganz allgemein vorausschicken, dass mir der Zugang, dass religiöse Predigten auch Demokratie und Integration vermitteln sollen, nicht unbedingt zugänglich ist. Aber abgesehen davon fehlt mir ein wenig die ich kann es schwer einordnen, zumal hier Vergleichbares ja fehlt. Es wurden hier einige wenige Moscheen untersucht und es liegt jetzt ein Ergebnis vor. Aber welche Tragweite, welche Bedeutung das hat, das wäre möglich, wenn etwas Vergleichbares auch untersucht worden wäre, etwa andere Gebietsstätten, andere Religionen. Dem ist nicht so. Ganz allgemein will ich sagen, dass wir selbstverständlich Kritik ernst nehmen und seit jeher versuchen, unserer Verantwortung als Religionsgesellschaft, als Glaubensgemeinschaft nachzukommen. Und es hat sich tatsächlich sehr viel in den letzten Jahren getan. Und auch die Studienautoren halten hier fest, dass positive Tendenzen zu bemerken sind. Das stimmt natürlich. Es wurde auch vor allem sozusagen die älteste Moschee in Floridsdorf sehr gelobt, vor allem weil sozusagen auf Deutsch gepredigt wurde oder übersetzt sozusagen. Bei der ersten Studie gab es damals Kritik, dass die Übersetzungen falsch waren. Das können Sie wahrscheinlich jetzt gar nicht sagen. Das war ja damals, glaube ich, dass das auch Imame sozusagen gesagt haben. Was sind denn die konkreten Kritikpunkte? Also das, was Sie jetzt gesagt haben, ist klar. Aber gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, dass das ist für uns problematisch? Oder das? Also wissen Sie, zunächst möchte ich sagen, dass wir mit den Moscheen in Wien versuchen, eng zusammenzuarbeiten. Die älteste, größte Moschee in Wien ist zum Beispiel eine davon, mit denen wir vor allem in den letzten Jahren sehr eng zusammenarbeiten. Und ich freue mich, dass auch die gute Zusammenarbeit hier auch entsprechend von außen wahrgenommen wird. Und insgesamt natürlich ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass wir unbedingt Imame auf österreichischem Boden ausbilden müssen, weil sie von der deutschen Sprache sprechen. Wenn wir Imame in Österreich ausbilden würden und damit Jugendliche hätten, die hier aufgewachsen sind, die die Sprache sowieso beherrschen, auch die kulturellen Sensibilitäten, dann wäre vieles einfacher. Aktuell ist es nach wie vor so, dass viele Moscheen ihre Imame aus dem Ausland holen
Und hier versuchen wir parallel zum einen uns dafür einzusetzen, dass es gelingt, in Österreich eine Imame-Ausbildung auf die Beine zu stellen. Da erhoffe ich mir Unterstützung seitens der Politik. Und zum anderen versuchen wir, wenn Imame aus dem Ausland kommen, dass wir sie von Tag 1 an mitbegleiten auf ihrer Reise in Österreich, indem wir sie einschulen auf die Gegebenheiten hier, in denen wir ihnen nahelegen, Deutsch zu lernen, ja sogar selbst Deutschkurse mitorganisieren. Also da versuchen wir als Glaubensgemeinschaft unserer Verantwortung nachzukommen. Mhm. Und das sind halt Dinge, die nicht von heute auf morgen erledigt werden können. Wir bemühen uns und wir hoffen, dass die positive Entwicklung fortgesetzt wird. Mhm. Sozusagen die Schlussfolgerung dieser Studie ist, dass es zu wenig Transparenz gibt und auch zu wenig Möglichkeiten der Kommunikation. Die meisten Moscheen wären natürlich nicht bereit gewesen für ein Interview, hat mir der Studienautor im Interview vorhin gesagt. Und dass es sozusagen hier auch die Transparenz von der Glaubensgemeinschaft fehlt. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ist das so? Und wieso denken Sie, gehen die Moscheen auch nicht auf so ein Interview ein? Wie erklären Sie sich das? Haben Sie selber da Kontakt gehabt mit den unterschiedlichen Vereinen oder ich weiß es nicht? Ja. Also ich glaube, ganz allgemein muss ich die Frage, warum die Moscheen, die Imame mit dem Studienautor, mit den Studienautoren nicht reden, weitergeben an die Studienautoren selbst. Ich denke, das ist schon eine Frage, die sie sich selbst stellen müssen, warum dieses Misstrauen ihnen gegenüber herrscht. Und wir als Glaubensgemeinschaft arbeiten natürlich mit allen Wissenschaftlern zusammen. Es gibt so viele Bereiche, wo wir unserer Verantwortung nachkommen. Aber tatsächlich ist es eine Frage, dieses Misstrauen, die hier herrscht, eine, die sich die Wissenschaftler selbst stellen müssen und sich überlegen müssen, was sie dafür tun können, um ein Vertrauen wiederherzustellen. Und sonst, wenn Sie von Transparenz reden, also die Glaubensgemeinschaft arbeitet hier mit allen Moscheen zusammen, versucht ihrer Verantwortung nachzukommen. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass mit dem Islamgesetz 2015 die islamische Glaubensgemeinschaft viel Verantwortung bekommen hat, viele bestehende Moscheen übernommen hat. Das waren vorher Vereine nach dem Vereinsgesetz, wo sozusagen Beamte im Innenministerium für die Organisation dieser Vereine zuständig waren, statutengemäß. Jetzt haben wir die gesamte Moscheelandschaft, wie sie ist und steht, mit dem Islamgesetz 2015 übernommen als Oberbehörde religionsgesellschaftlich. Mhm. Und es hat einfach an der Zeit gemangelt, dass man all diese Moscheen einschult, ihnen erklärt, aufklärt, was es bedeutet jetzt, als Moschee unter dem Dach der islamischen Glaubensgemeinschaft aufzutreten. Wir versuchen das natürlich nachzuholen, aber das braucht seine Zeit und noch einmal, es braucht auch Ressourcen. Und wenn Sie bedenken, dass die Glaubensgemeinschaft bis 2015 mit einem Präsidenten und einem Teilsekretariat ausgestattet war, können Sie sich vorstellen, dass das mit so vielen Ressourcen gar nicht zu managen ist? Und wie viele Moscheen sind das denn jetzt insgesamt? Also in Österreich, also wenn wir von Wien reden, würde ich sagen, reden wir so circa Pi mal Daumen 100. Aber österreichweit würde ich einmal 300 sagen, ja. Man weiß ja auch, es wird durch Migration, zumindest sind das, was Studien sagen, wird die Glaubensgemeinschaft wachsen? Und dann haben wir eben noch diesen einen Punkt, dass es ja auch zu Schließungen gekommen ist in den vergangenen Jahren, immer wieder, also damals noch unter Innenminister Kickl und dann natürlich auch nach dem Terroranschlag. Die meisten sind auch wieder aufgemacht worden. Was haben Sie dazu zu sagen, zu diesen Schließungen und Öffnungen? Also das haben jetzt ganz andere Hintergründe. Wir versuchen, und damit kann ich überhaupt dort anknüpfen, wo ich auch jetzt vorhin aufgehört habe, wir versuchen nämlich zu einer Religionsgesellschaft zusammenzuwachsen mit all unseren Moscheen, mit all unseren Imamen. Das ist ein Prozess. Wir haben das Reformprozess genannt und wir haben in den letzten Jahren viele Schritte gesetzt. Wir haben unser Motto insofern aktualisiert in Richtung Einheit, in Vielfalt, Stärke im Zusammenhalt, unser Weg zu einer europäisch-muslimischen Identität. Wir sagen, wir sind Österreicher, wir sind Muslime, es ist kein Widerspruch. Und das ist ein Prozess, der stattfindet, wo wir alle Moscheen mitnehmen wollen, wo wir sie
entsprechend auch sensibilisieren wollen, welche Verantwortung es ist, in Österreich als Körperschaft des öffentlichen Rechts, als Moschee auftreten zu können. Denn die Geschichte des Islams in Österreich ist tatsächlich eine ganz besondere, eine, die wir auch im Ausland sehr gerne als Vorbild loben. Das ist eine Verantwortung. Und daher haben wir einfach dieser Verantwortung nachzukommen. Und wissen Sie, ich will nur sagen, dass wir tatsächlich sehr vieles in den letzten Jahren unternommen haben. Von Können Sie ein paar Beispiele nur nennen? Ja, Moscheepädagogik-Lehrgänge oder Tage von den Moscheen, wo es darum geht, die Nachbarschaft einzubinden, aber auch interreligiöse Veranstaltungen, wo man den Austausch mit anderen Religionsgemeinschaften pflegt. Und da passiert auf so vielen Ebenen parallel viel. Mhm. Aber ja, das braucht seine Zeit. Wir können nicht die letzten, ich würde sagen, 40 Jahre in 3-4 Jahren einfach aufarbeiten. Wir bemühen uns als Glaubensgemeinschaft. Wir stehen zu dieser Verantwortung. Wir wollen eine Imame-Ausbildung in Österreich etablieren. Und bis dahin wollen wir die Imame, die aus dem Ausland kommen, einschulen, mitnehmen in ihrer Reise in Österreich, sie auch unterstützen, Deutsch zu lernen, sie motivieren, vor allem in der Gemeinde, ihrer Aufgabe als Imam nachzukommen, indem man interreligiös arbeitet, die Nachbarschaft mit einbezieht, transparent arbeitet. Das ist ein Prozess und glauben Sie mir, wir kommen Schritt für Schritt unserem Ziel näher. Sie sind dabei sozusagen. Haben Sie jetzt eigentlich Kontakt zu all diesen Moscheen? Ist das schon, Sie sind ja wirklich wenige, also das ist ja ressourcentechnisch eigentlich fast nicht möglich, oder? Schauen Sie, das Ganze funktioniert hauptsächlich oder vermehrt auf ehrenamtlicher Basis. Wir haben natürlich Austausch mit allen Moscheen, aber wir würden mehr Austausch brauchen. Darum geht es. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass auch die Moscheen ehrenamtlich funktionieren, ehrenamtlich ausgestattet sind. Und daher braucht es alles seine Zeit. Jetzt wurde diese Woche auch eine neue Dialogplattform vorgestellt, die Österreichische Islamkonferenz. Da haben Sie gesagt, Sie wurden da gar nicht mal mit einbezogen. Wie konnte das sein? Aber das ist eine gute Frage, die ich wieder weiterleiten kann an den Obmann, den Initiator dieses Vorhabens, Professor Kochit, der ja, wie Sie sagen, in Deutschland lebt, eine Professur dort hat, der in Österreich in seiner Rolle als Leiter der Dokumentationsstelle für den sogenannten politischen Islam bekannt ist. Ich meine, die Optik ist schief, das muss man, glaube ich, klar beim Namen nennen. Und ich sage dazu, man braucht den Rat nicht neu zu erfinden. Es gibt in Österreich die Islamische Glaubensgemeinschaft als gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft, deren gesetzlicher Auftrag, wohlgemerkt, es ist als Ansprechstelle, als Anlaufstelle, gerade den Dialog zwischen Gesellschaft, Staat und anderen Kirchenreligionsgemeinschaften zu fördern. Mhm. Und die Islamische Glaubensgemeinschaft kommt dieser Aufgabe nach. Sie nimmt diese Aufgabe sehr ernst und sie stellt sich dieser Verantwortung. Jetzt noch eine allerletzte Frage. Wie genau wollen Sie überhaupt diese Studienergebnisse jetzt umsetzen? Haben Sie jetzt hier nochmal was Konkretes, wo Sie sagen können, das können wir jetzt machen? Ich spreche jetzt konkret darüber, dass Deutsch nicht gesprochen wird, dass es da keinen Einbezug gab. Unter anderem wurden anscheinend auch Predigten übersetzt, wo es darum geht, dass man davon spricht, dass die anderen Gläubigen sozusagen die verfaulte Hälfte eines Apfels sein sollen. Das wurde mir als Beispiel genannt. Können Sie mir nur konkret auch etwas dazu sagen, wie Sie damit umgehen wollen in der nächsten Zeit? Wir werden unsere bisherige Arbeit fortsetzen. Wir werden weiterhin in Aufklärungsarbeit, in Einschulungsarbeit, in Deutschkurse weiterhin investieren. Wir werden weiterhin uns bemühen, vor allem langfristig gedacht, eine österreichische Imame-Ausbildung hier in Österreich zu etablieren. Und Sie dürfen aber auch nicht vergessen, dass auch sprachliche Sensibilitäten hier maßgebend sind und dass man das Ganze nicht auf Übersetzungen festmachen kann, dass jede Sprache einfach andere Herangehensweisen hat und wenn man das übersetzt, eventuell eine ganz andere Bedeutung herauskommt, als wie man das in der jeweiligen Sprache zu Wort bringt. Und ich habe die Beobachtung, dass unsere Moscheen multiethnische werden, das heißt, unsere gemeinsame Sprache wird allalong Deutsch werden. Und für uns ist der Maßstab der, die Predigten müssen in der Gemeinde verstanden werden. Und wenn die
Gemeinde multiethnisch ist, dann hat die Moschee sowieso die Verantwortung, auch die gemeinsame deutsche Sprache zu wählen. Ansonsten ist es legitim, dass in den verschiedenen Sprachen gepredigt wird. Wichtig ist der Inhalt, die Botschaft. Und so wie es in anderen Religionen auch möglich ist, dass in verschiedenen Sprachen gepredigt wird, muss es auch möglich sein, unter den Muslimen in den jeweiligen Sprachen zu predigen. Okay, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Wortspende für heute. Danke. Ich habe Ihnen zu danken und ich hoffe, ich habe die Fragen auch zufriedenstellend beantworten können. Und damit endet der heutige Daily-Podcast. Am Mikrofon spricht Nina Özelt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcast findet ihr unter www.kurier.at/podcasts.